Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Zitate raten. Fantastisch. Ich hoffe, dass du mir auch diese Woche wieder erklärst, dass du endlich das Prinzip dieser Sendung verstanden hast. Habe ich jetzt schon gemacht und jetzt, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich jetzt sage. Ich habe es jetzt richtig verstanden, wie das mit dem Zitate-Raten geht. Es kommt nämlich überhaupt nicht darauf an, was man sagt, sondern wer ist die Auswahl? Du machst dich mal lustig. Ja, ich habe auch lange gebraucht. Mühsam, jetzt das Eichhörnchen. Dass man nicht aus Texten zitiert. Ich werde doch die Zitate immer langweiliger, aber die Auswahlmöglichkeiten, Bruder, du wirst dich wegschmeißen. Okay. Ich sage dir. Ja, Juli Wasabi oder taktlos? Hör auf. Oder? Nein, pass auf. Wir trennen uns nicht, wir machen einfach alleine weiter. War das Oliver Pocher über Schmidt und Pocher, Sido über Agro Berlin oder Falk Schacht über den Podcast mit Juli Wasabi? Ich tippe auf Oliver Pocher. Es ist tatsächlich Oliver Pocher gewesen, ja. Es war relativ einfach. Aber weil, 2017, wer redet über Oliver Pocher, wenn es nicht von ihm ist? Das sieht halt da. Aber soweit muss man erstmal denken. Harald Schmidt macht auch nichts, also Oliver Pocher macht auch nichts, also beide machen gar nichts mehr. Wobei ich glaube, dass Oliver Pocher eher unfreiwillig nichts macht. Kann das sein? Kann sehr gut sein. Ja. Ich glaube aber, das Interview ist auch von 2008 oder so. Ich glaube, damals haben sie noch gedacht, jetzt geht's los. Also, ich muss dir das folgende Zitat in dreifacher Ausfertigung geben und du hast dann die Möglichkeit. Du findest immer das nächste Level, nicht schlecht. Ja, das ist das nächste Level. Okay. I believe we can continue the great society while we fight in Kosovo. Sigmar Gabriel über den Kosovo-Krieg. I believe we can continue the great society while we fight in Syria. Trump über seinen Kampfeinsatz in Syrien. Oder I believe we can continue the great society while we fight in Vietnam. Lyndon B. Johnson über Vietnam. Über den Vietnamkrieg. Ich nehme den letzten. Was? Lyndon B. Johnson? Ja, von mir aus. Das war der 36. Präsident der USA, Mann. Das muss man doch kennen. Lyndon B. Johnson. Von 63 bis 69 war der Präsident und er hat es gesagt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, du hast einfach deinen Platz in den Auswahlmöglichkeiten genutzt, um auf die aktuellen Kriege hinzuweisen. Ja, vergiss es. Du, ist okay. Pass auf. Wenn du Frieden willst, stell dich besser auf den Krieg ein. Es ändert sich ja nichts im Irak, nur weil ich irgendeinen Stricher in Mainz beleidige. Hat das Kollege Kaiserschnitt oder Gerd Schröder gesagt? Also willst du es nochmal hören? Ja, du darfst nicht so viel lachen. Wenn du Frieden willst, stell dich besser auf den Krieg ein. Ich habe nur über das Wort Stricher gelacht, ehrlich gesagt. Okay. Das ist ein wunderbares Wort. Wenn du Frieden willst, stell dich besser auf den Krieg ein. Es ändert sich ja nichts im Irak, nur weil ich irgendeinen Stricher in Mainz beleidige. Also der erste Teil ist ja so ein Schlagwort irgendeiner amerikanischen Kampfeinheit. Wahrscheinlich. Oder nee, das ist ein römischer Spruch. Den auch Berliner Polizisten übrigens tragen. Das habe ich mal abfotografiert, als er so vor mir stand. Aber auf Latein? Oder? Genau. Ja, Parabellum, Parze, bla, irgendwas. Ja. Okay. Egal, auf jeden Fall, deshalb weiß ich, dass das irgendwie so ein althergebrachter, überlieferter Spruch ist. Also ich würde sagen, es war Kollega in seinem Battle gegen Separate. Es war Kaiserschnitt tatsächlich. Ach nee, ja. Wirklich? Gegen wen hat er denn? Ach so, gegen Kollega. Wahrscheinlich, oder? Ja, stimmt, weil Kollege kommt ja auch aus Mainz. Ja, stimmt, den mag der ja bestimmt auch überhaupt nicht. Ja, siehst du, dann war das aus der Zeit. Alles klar, aber sehr gut. Wirklich. Und auch gut, also auch mit der aktuellen politischen Weltlage und so. Sehr gut. Ich habe Geld angeboten bekommen, um absichtlich zu verlieren. Hat das gesagt Ex-Tennisprofi Daniel Köllerer oder Rico Z aus Leipzig, der als niedergeschlagener Fan auf einem Kollegah-Konzert traurige Berühmtheit erlangt? Der hat sich nie irgendwo zu Wort gemeldet. Also war es der Tennis-Fuzzi? Die Frage ist, hat er es angenommen? Daniel Köllerer, nein, er hat es nicht angenommen. Aber verloren hat er trotzdem? Nee. Ah. Achso, doch, wahrscheinlich, weil kein Mensch kennt ihn, er war irgendwo in der Weltrangliste. Ach Gott. Ja. Ja gut, dann pass auf. Mittlerweile wird alles mit dem Management oder den Rappern geplant und dann bereite ich mich intensiv auf den Künstler vor. Ich glaube, so wie ich, bereitet sich keiner auf die Interviews vor. Ich bin ein richtiger Streber. Lotti.
Vis-à-vis. Die habe ich nicht in der Auswahlmöglichkeit, aber da hätte ich. Okay, merke ich mir für nächstes Mal. Also, vis-à-vis Falk Schacht oder Davut? Ja, Falk Schacht. Es war Davut in seinem Interview mit Noisy, ja. Wahnsinn. Es gibt ein Interview mit Davut. Grandios, oder? Richtig cool. Letzte Woche rausgekommen, ja. Aber jetzt komm du doch mal mit was richtig Verrücktem um die Ecke. Sonst ein Mensch, ein Problem, keine Menschen, keine Probleme, hat das gesagt. US-Verteidigungsminister James Mattis oder der Genosse Giuseppe Stalin? Stalin. Tatsächlich. Oder das ist eine relativ pragmatische Einstellung. Ja, traue ich ihm zu. Ja, Mensch, das er war doch. Er soll es gesagt haben. Du hast gewonnen und oder verloren. Vielleicht. Ach, ich glaube, wir haben alle gewonnen. Es ist. Wen juckt's? Falk hat gewonnen.